Hallo und herzlich willkommen zu Resident Evil 3 und dem Beagle. So, ich bin mit Carlos, ich zeig's euch, hier zu der Dunkelkammer gegangen. Habe hier auch den Code für den Safe hier gefunden. Der übrigens der gleiche ist wie im zweiten Teil. Ich habe ihn wiedererkannt. Wir gehen jetzt zurück, holen uns das, was im Safe ist und gehen dann weiter zum Stars Büro. Ich habe übrigens mein Ranking gesehen. Ich habe es tatsächlich letztes Mal auf Assistant gespielt. Aber fragt mich nicht, warum ich kein Sturmgewehr bei Jill hatte. Ich weiß es nicht. So, ich habe es nämlich aufgeschrieben. Es ist 9, 15, 7. Bams. Ich habe wirklich nur 8 Stunden mit dem Spiel verbracht, was echt nicht viel ist. Da habe ich ja selbst in Resident Evil 2 mehr Zeit verbracht. Aber sei es drum. Mal sehen, wie lange wir jetzt brauchen. Wir haben jetzt auf dem Timer 2:22. Ein bisschen was hat das Spiel ja noch. Also ist jetzt nicht so, als wären wir völlig gänzlich am Ende angekommen. Carlos, das Stars-Büro ist geradeaus. Verstanden. Ach. Oh. Das weiß ich immer noch auswendig. Das kann mir auch niemand wegnehmen. Nie wieder kann mir das jemand wegnehmen. Noch eine Blendgranate. Und die anderen darf ich nicht aufmachen. Ein Heilkraut für mich. Wie? Ich schätze, wir tun's auf die explosive Tour. Ja, aber... Verstehe ich nicht. Habe ich jetzt irgendwas verpasst? Duschraum? Muss ich doch nochmal zur Eingangshalle zurück, oder wie? Weil hier ist ja nichts mehr. Warte mal. Mir fehlt eine Batterie. Okay. Mal gucken, ob ich mit Carlos auch nach oben kann. Ich weiß es nicht. Ich würde gerne auch mein Sturmgewehr echt wechseln. Just to be safe. Just to be safe. Was ist denn das für ein Schlüssel? Was ist denn das für... Oh, wie war das denn nochmal? Ist nicht irgendwie so? Hätte ich mir denn bei Claire aufgeschrieben? Ich habe mir bei Claire nicht viele aufgeschrieben. Ist jetzt natürlich ärgerlich, ne? Das ist jetzt wirklich ärgerlich. Habe ich noch. Schade. Hm. Warte mal, hier ist keine Tür. Warte mal, was? Warum ist hier keine Tür? Warum ist hier keine Tür? Ich weiß es einfach nicht mehr. CAL, was ist das? Nein. Ich weiß es doch einfach nicht mehr. Aber warum? Zu welcher Tür gehört der Schlüssel? Ja, witzig. Untersuchen. Schließfächerraumschlüssel. Okay. Interessant. Beiß mich nicht! Hör mal, du Bastard! Nee. Macht er. Zombies sind kommunikativ nicht so in der Spitzenklasse unterzuordnen. Oh, ich brauche
irgendwie mal eine andere Sortierung. Ich bin es so sehr gewohnt, mit Leon und Claire, aber auch Jill, die Pistole oben zu haben, dass es mich bei ihm total irritiert, dass die Pistole eben nicht oben ist. Nein, 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 nein! Nein, nein! Ach du Scheiße! Oh Gott, er schläft gut. Der schläft jetzt richtig gut. Ich aber auch. Ach du Scheiße, ich bin in Gefahr. Na, Glicker. Sorry für den Lärm im Hintergrund, ihr Lieben. Ach, meine Fresse, ne. Sorry, ich musste einmal das Mikrofon ausmachen, denn irgendjemand hat wieder mal nicht gemerkt, dass ich eigentlich aufnehme. Glück, Glück. Die Batterie. Wenn ich noch andere Sachen kriege, wäre das schon echt pornös. Nein. Auch das geht. Munition! Aber nehme ich doch immer gerne. Also Leute, ich will jetzt keinen Speedrun machen. Nicht, dass ihr das denkt. Aber ein bisschen schöner als ein C abschließen wäre schon nett, ne? Eine Handgranate. El Handgranado. Die Batterie. Kombinieren wir doch das. Oh, er wollte was sagen. Achso, kann ich wegschmeißen, wegwerfen. Er hat das für uns also aufgemacht. Ach, er wollte nur meins sagen. Es ist nicht eBay hier, Kleiner. Garlos, mein Liebling, es ist nicht eBay hier. Papa. Männer, immer wie kleine Kinder, wenn es um solche Sachen geht. Warum? Lieber die Handgranate. Immer wie kleine Kinder, wenn es um so etwas geht. Ich habe jetzt Angst, hier rauszugehen. Was ist, wenn noch einer kommt? Ist mir egal. Ist mir scheißegal. Und tschüss. Oben das Schließfach macht mich jetzt aber schon ein bisschen fertig. Carlos, ich bin fertig mit dem Computer hier. Ich komme zu dir. Verstanden. Carlos war das also. Ach so. Carlos war das also. Oh. Einer nach dem anderen zieht eine Nummer. Wow. 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 Ah. Au. Nein. Lia, wirf doch den Scheiß! Wirf den Scheiß doch! Danke. Habe ich jetzt alle erwischt? Ich hoffe es doch. Ein Heilspray, brauche ich das? Nee. Sturmgewehrmunition brauche ich immer. Die habe ich ordentlich zerfetzt mit der einen. So, jetzt gehe ich aber mal langsam. Auf jeden Fall. Aber hier ist doch bestimmt auch wieder ein Licker. Und wenn ja einer ist, hat der mich bestimmt jetzt nicht gehört. Kennt er ja, ne?
Dr. Barth. Oh Gott sei Dank. Weißt du, wie lange ich schon versuche, jemanden zu erreichen? Du? Keine Sorge, wir holen sie da raus. Wo sind sie jetzt? Gefangen in einem verdammten Krankenhaus, von allen möglichen Monstern umzingelt. Hör zu, schick einfach die Stars. Die wissen, was zu tun ist. Nein, negativ. APD ist auch überrannt. Dann lass dir was einfallen. Umbrella ist durchgedreht. Die bringen all ihre Forscher um. Ich bin der Einzige, der weiß, wie man den Impfstoff gegen die Zombies herstellt. Ach. Du kannst also da mit der Hand in der Hose rumsitzen, oder? Jemanden schicken, der mich hier verdammt nochmal rausholen kann. Der gefällt mir. Ja, dachte ich mir. Du hast ihn gehört. Wir können ihn nicht der Firma übergeben. Das entscheiden nicht wir, sondern Mikhail. Ich sehe mal im Computer nach und schaue, ob ich den Doc orten kann. Na, ich weiß ja nicht. Aber Carlos... Das wird etwas dauern. Sieh dich um. Guck, ob du was Nützliches findest. Okay. Carlos ist immerhin so resolut zu sagen, na ja, wenn er einen Impfstoff machen kann, dann will ich den aber definitiv nicht sterben lassen oder so. Und ganz und gar nicht Umbrella übergeben. Bericht über den Villenzwischenfall. Dieser bizarre Vorfall ereilte sich in einer Villa der Umbrella Corporation in den Arklay-Bergen. Das Bravo-Team der Stars wurde am 23. Juli entsendet, um eine Reihe von mysteriösen und grausamen Morden zu untersuchen. Aber der Kontakt zu ihnen riss unerwartet ab. Am 24. Juli wurde dann das Alpha-Team ebenfalls entsendet und in den Ereignissen in der naheliegenden Villa verwickelt. Der Vorfall gipfelte in der Zerstörung der Villa. Es gab zahllose Opfer. Die einzigen Überlebenden waren 5 Mitglieder der Stars. Die Ereignisse lassen sich auf illegale Biowaffenexperimente im Umbrella-Labor unter der Villa zurückführen. Das T-Virus, das in diesem Experiment verwendet wurde, konnte die Anlage verlassen. Es wird angenommen, dass es die Grundursache all dieser Vorfälle ist. Jedoch wurde alle Beweise zusammen mit der Villa zerstört, was weitere Untersuchungen extrem schwierig gestaltet. Er sagt da auch einfach nichts. Ist das Jill da vorne? Das ist Jill da vorne, natürlich. Sie ist Stars, Junge, sie ist Stars. Deswegen. Sie ist der Supercop. Und wie gesagt, lass das nicht Chris hören. Chris hört das gar nicht gerne über sein Mädchen. Oh, Blendgranate. Sehr sicher Barrys Schreibtisch wegen dem ganzen Waffenzubehör. Das ist hier offen. Ja, krass. Ich glaube, ich komme nie wieder an das Schließfach da oben dran, aber das macht ja nichts. Ich hoffe, da war nichts Wichtiges drin. Wie Waffenzubehör, Teile oder so. Das Stars-Büro ist jetzt aber durch, ne? Und dann gehe ich wieder. Tschüss! Ja, was ist? Ein Kleist? Jemand verletzt? Jill? Ach, Scheiße. Halt, was? Jill! Jill, was war das? Sag was! Zieh, ich muss los. Du, was du musst. Ich kümmere mich um Bart. Jill überlebte dies. Ding, 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 ding. Okay. Bin ich schwer verletzt? Nee, eigentlich nicht. Hab etwa nur ich überlebt? Offensichtlich. Alle Zivilisten wegen dir tot.
Ein Safe Room, nur für mich. Carlos, bitte komm. Carlos! Verdammt, hab wohl keinen Empfang. Minengranaten, die sind so geil. Was haben wir denn das? Ankündigung zu neuen UBCS-Waffen. Gute Neuigkeit, Schlappschwänze. Ich habe ein paar neue Waffen für euch, mit denen ihr garantiert euren Mann stehen könnt. Wetten, das war dieser der Russe, der uns schon die ganze Zeit nervt. Sie heißen Minengranaten. Dieses Schätzchen wurden von der Umbrella Militärforschungseinheit entwickelt und werden euch heißer machen als euer Schatz, der zu Hause auf euch wartet. Na, ich zweifle dran. Sie sind schwer zu finden und etwas kniffliger in der Handhabung, aber vertraut mir, sie sind es wert. Okay, schauen wir uns mal die Daten an. Minengranaten wurden für den Gebrauch mit Standardgranatwerfer konzipiert. Versucht ja nicht, sie in was anderes zu schieben. In Mikaels Arsch? Vielleicht? Feuert sie gegen eine Wand oder in den Boden und sie bleiben genau da kleben. Der Sensor in der Mine erkennt, wenn sich ein Gegner nähert und explodiert, wenn diese in Reichweite kommen. Werft sie also einfach einem Gegner in den Weg und ihr habt eine Landmine. Unfair gibt's im Kampf mit diesen Riesenfreaks nicht. Also geht da raus und kämpft schmutzig. Da muss ich aber jetzt tatsächlich mal zustimmen. Fair und unfair gibt's wirklich bei den Bastardos da draußen nicht. Verstauen. Sortieren. Heftig, wie gut ich ausgerüstet bin mit Jilly. Verstauen. Oh, ich habe Sprengstoff A und Sprengstoff B. Das heißt, ich kann daraus... Und nur normales Schießpulver. Ach, komm. Das Sturmgewehr lasse ich, wo es ist. Einfach für den Fall der Fälle. Kombinieren. Kombinieren. Nee, nee, nee. Ich habe eh keinen Platz für das Sturmgewehr, also passt das ja schon. Ich möchte aber für den Kampf gegen... Genau, es tut mir zwar leid um das Messer... Aber besser ist besser. So, und dann. Wisst ihr, was das Problem an den. Name fällt es jetzt nicht ein. An den Granaten an und für sich ist, dass er halt ausweicht. Also 22 mal speichern wird sowieso wieder dazu führen, dass ich in so oder so auf ein B fallen werde. Kann ich euch jetzt schon sagen. Ich glaube, ich habe Resident Evil noch nie gut abgeschnitten. Ja, hier ist nichts, also kann ich auch gehen. Ah! Gehen hin und beiße! Jetzt... Backens! Ach, hier komme ich noch nicht mal weg. Ach, voll gut ausgewichen, aber nicht gut genug. Nicht gut genug für den letzten, ey. Oh Mann, wie unfair. Ist immer noch am Leben. Ich muss weg hier. Ja, er ist immer noch am Leben. Aber er wird jetzt immer pister, also es ist jetzt nicht so, dass es ganz an ihm spurlos alles so vorbeigegangen ist. Er ist pisst genug, um zu sagen, so war das alles nicht geplant. Ja, ist jetzt der Nachteil, ne? Ich muss mir mal irgendwo... das war aber nicht das, was ich... So kombinieren. Falls ich hier noch irgendwelche Kisten kaputt machen muss, da gehe ich noch nicht hoch, weil dann fängt Halligalli an. Und auf Halligalli habe ich noch keine Lust. Nicht mehr diese Folge, nicht wo wir noch 11 Sekunden Zeit haben.
Uhrturmbroschüre. Uhrturm St. Michaels. Der Uhrturm St. Michaels ist ein Gebäude im Barockstil, das im Herzen von Raccoon City steht. Er ist zu einem geliebten Wahrzeichen geworden und gilt vielen Bürgern als Symbol für die ganze Stadt. Die Kirche St. Michaels erbaut diesen Turm 1908 mit der Hilfe mehrerer Philanthropen. Er ist den Kindern gewidmet, die in der sich entwickelnden Stadt geboren wurden, und das Erdgeschoss wurde lange Zeit als Grundschule genutzt. Die Stadt sah weiteres Wachstum durch die rasche Elektrifizierung zu Beginn des 20. Jahrhunderts und die St. Michaels Grundschule schwoll auf über 600 Schüler an. Leider wurde die St. Michaels Grundschule oder St. Michaels, je nachdem wie ihr es wollt, Grundschule 1978 geschlossen, da die Gebäude anfingen, altersbedingt Schäden aufzuweisen. Die Uhr wurde gestoppt und es wurde strenge Zutrittsbeschränkungen für das Gelände erlassen. Jahrelang war dieses einst so geliebte Wahrzeichen und der Platz davor abgesperrt, aber in den 1990ern arbeiten die Umbrella Corporation zusammen mit Bürgermeister Michael Warren daran, die Gegend zu renovieren und wieder zu eröffnen. Dieses Mal sollten angemessene Instandhaltungsmaßnahmen durchgeführt werden. Der Uhrturm wurde 1993 offiziell wiedereröffnet und der Klang der schweren Glocken kann heute wieder in ganz Raccoon City gehört werden. Schön, ne? Ach, so eine schöne Kirche hier, ne? Ganze 7 Schuss für mich, wie nett. Bin ich echt schon durch? Jo. Na gut, ihr Lieben. Also, dann mache ich jetzt hier einen Cut rein. Nächstes Mal geht's dann mit Jill weiter. Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag und haut rein.